Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur King's Loot Anime Box. Wir schauen mal, was drin ist. Frisch mit dem Samurai-gelben Messer. Gucken wir mal, was in der Anime Box drin ist. Ich habe keine Ahnung. Da ist sie aufgeschnitten. Wir können schauen. Was wird uns erwarten? Erstmal das Spoilerheft. Weg damit. Oh. Ja, das packe ich mal nicht so weit weg, das brauche ich nämlich gleich noch. Wir haben oben drauf ein T-Shirt liegen und Konfetti. Oh, bitte, King's Loot. Das ist nicht lustig. Nee, ehrlich, vor allen Dingen ist das so selbst ausgestochenes Konfetti. Saß da wirklich einer eurer Mitarbeiter und hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Konfetti ausgestanzt, damit ich das hier im Unboxing total genervt bin davon. Nee, sorry, also ich weiß, 5 Jahre King's Loot. Ich weiß, das ist ein Grund zum Feiern, ne? Aber ich mag solche Sachen einfach nicht. Also das ist eine persönliche Abneigung gegen diese Dinge, die man dann wochenlang irgendwo wieder rauspulen muss. Ich hasse das. Ne? Wir haben ein T-Shirt, ein sehr schönes T-Shirt, das sage ich euch jetzt schon mal. Nein, das ist nicht von mir. Das Design ist nicht von mir. Es ist ein Akira-T-Shirt. Das sehe ich sofort. Also sobald du dieses Motorrad siehst, weißt du, das muss Akira sein. Es gibt keinen anderen Anime, wo es Motorräder gibt. Nein, gibt's nicht. Nein, gibt's nicht. Keine Ahnung, gibt's vielleicht doch, aber ich befürchte fast. Nein, ich habe recht. Das ist eindeutig Akira. Neo Tokyo, das ist Akira. 100 Pro. Hier steht's auch. Also, hier steht's zwar nicht direkt, aber so indirekt. Also durch die ganzen Dinge, die hier stehen, weiß ich, dass es sich um ein Akira-T-Shirt handelt. Das T-Shirt ist weich und es ist zu Akira. Ich habe das schon erwähnt, dass es zu Akira ist. Man erkennt das sofort an dem Motorrad. Das habe ich auch schon erwähnt. Ne? Ich weiß. Ich weiß. Ich wiederhole mich. Aber das macht nichts. Ich darf mich auch mal wiederholen. Ich darf das, ja. Gott. Ich hole das noch nicht raus. Das muss warten. Wir machen erstmal das nächste. Wir haben mehr Cornflakes, wollte ich schon sagen. Mehr, wie heißt das? Jetzt habe ich das vergessen. Konfetti. Wir haben. Oh, das finde ich super. Wir haben. ich habe schon oft genug über diese Silikonform gemeckert, weil die sind immer zu wenig und da ist Konfetti dran und. Hier finde ich die allerdings relativ witzig, weil das sieht halt auch echt so aus, ne? Und es ist Freezer. Das sind also Eiswürfelformen, die man einfriert, ne? Also freest. Und sie sind zu Freezer. Das finde ich... Sowas mag ich dann schon wieder. Die sind schön... da könnt ihr natürlich auch andere Sachen reinkippen, wenn ihr wollt. Also Resin, ne? Und dann könnt ihr das hart werden lassen und dann könnt ihr die Leute ärgern, wenn ihr noch eine Fliege reinmacht. Nein, sowas macht man nicht. Ne? Ihr könntet natürlich dann, ich habe überall Konfetti, ey. Ihr könntet dann natürlich zum Beispiel diesen Freezer-Kopf auch gießen dann. Dann habt ihr den so als gegossene Form. Müsst ihr ja nicht bis ganz oben aufgießen. Ne? Die Menge finde ich okay. Das sind 2, 4, 6, 8 Stück. Ihr könnt also 8 Eiswürfel gleichzeitig machen. Das ist eine vernünftige Menge für 1, 2 Longdrinks. Und vorne ist Freezer drauf. Für Dragon Ball Fans eine coole Sache. Ne, ich finde die Farbe auch total toll. Ich mag rosa, ja, sorry. Ich finde die Farbe top. Ne, Freezer hätte natürlich auch so ein lila sein können oder ein weiß, aber man hat sich für rosa entschieden. Das finde ich mutig und deswegen finde ich das Item auch gut. So, was haben wir denn hier noch drin? Nein, das hole ich jetzt noch nicht raus. Ich hole erstmal das hier raus. Wir haben eine Figur zu My Hero Academia. Haha, von Banpresto. Eine Banpresto-Figur. Und ich wette mit euch, diese Banpresto-Figur wird sehr teuer sein. Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Diese Mini-Figuren sind einfach furchtbar teuer. So eine kleine Figur kostet in dem Fall schon gute 15 Euro. Ja. Und ich weiß nicht, ob das die Figur ist, die hier vorne drauf ist. Das werden wir jetzt rausfinden. Wenn dem dann so ist, dann ist dem dann so. Na, in Japan, da sind das ja offenbar auch Figuren, die in diesen Cranking-Maschinen drin sind. Na, das heißt, viel von dem Spielzeug, was da verkauft wird, oder Sammelfiguren, das kann man sammeln, indem man das aus so einem Automaten zieht. Ja, da steckst du Geld rein und dann fährt er die Klaue und holt sich dann das Spielzeug vor. Total cool. Also ist in Japan total beliebt und auch ganz, ganz häufig. Und da kann man dann, ja. Es ist genau die Figur, die vorne drauf ist und sie ist schön bunt. Oh, sie sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Ist eine schöne Figur, ne? Eine schöne Figur mit einem gelben Stanley, den ich jetzt einfach mal in der Tüte lasse. Und ich zeige euch einfach nochmal die Figur. Ich habe keine Ahnung, was für ein Charakter das ist, aber dieser Charakter sieht absolut fantastisch aus. Ein fantastischer kleiner Charakter. Also, die Designs von My Hero Academia sind ja sowieso alle großartig. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, gerade in meiner Popshow erzähle ich immer wieder, dass ich diese Designs total fantastisch finde. Und diese Figur zeigt auch wieder ganz eindeutig,
dass das einfach großartig ist, was die da vom Stapel lassen. Das Design ist einfach echt toll. Ne? Die Farbkombination zusammen mit den sieht einfach super aus. Charaktere sehen einfach immer super aus und so auch dieser hier. Freut mich. Ob ich 15 Euro für so eine Figur ausgeben würde, weiß ich nicht, aber ich habe sie ja in meiner King's Loot Anime Box und dementsprechend passt das für mich absolut. So, wieder weg in den Karton. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Was haben wir noch? Hier unten ist noch was drin. Was ist das? Ja, oh, Konfetti. Wir haben Kit Kat Green Tea Matcha. Ist schon wieder Zeit für ein Let's Taste. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich bin kein großer Freund von Matcha-Geschmack. Ich weiß aber, dass das unter den Anime-Fans bzw. unter den Japan-Fans eine große Sache ist. Ne? Und so ist auch KitKat auf diesen Zug aufgesprungen. Das Zeug ist grün. Ne? Also nicht nur die Packung, sondern das KitKat selber auch. Es schmeckt auch so. Es schmeckt grün. Wer Matcha mag, der wird da Spaß dran haben. Ich bin da kein großer Freund von. Aber ihr wisst ja, wenn nichts da ist, dann frisst man notfalls auch das. Ja, ich weiß, ich bin hemmungsloser Fressverrückter manchmal, aber ich bemühe mich wirklich. Ich bemühe mich. Ja, ich bemühe mich wirklich. Ihr glaubt mir ruhig. Es ist so. Zum Glück ist genug anderes da, als dass ich das hier nicht essen muss. Wir haben, wie sich das für diese Box gehört, wieder mal ein wunderbares Manga mit dabei. Ja. Und dieses Manga hat, das ist ja wie im Yps-Heft mit Gimmick, wir haben hier einen Shoujo-Star mit dabei. Ja, das ist im Prinzip ein Pappstern mit so einem Aufsteller und das könnt ihr euch zusammenbauen und dann habt ihr einen Pappaufsteller von einem Stern. Ja, es ist jetzt nicht die Frage, ob ihr sowas immer wolltet, es ist jetzt mit dabei. Ne? Ansonsten haben wir, ich versuche das schon wieder falsch rumzulesen, mein neues Leben als Hexe in einer fremden Welt. Das ist ja fast so cool wie mein Leben als Schleim. Ja, sogar die ersten zwei Seiten in Farbe, das finde ich schön. Ist das was Schlüpfriges? Man muss aber bei Mangas muss man aber aufpassen, die sind oftmals schlüpfrig. Ja, da sind dann plötzlich irgendwelche Nackedeis zu sehen und so oder brutalste Gewalt. Das hier scheint relativ moderat zu sein. Das finde ich gut. Ist das, was hat denn das für eine Altersfreigabe, das Ganze? Keine hohe, dementsprechend ist das for all ages, würde ich mal behaupten. Na, ja. Mein Leben als Hexe in einer anderen Welt. Das ist eine Frage, die sich sicherlich jeder schon mal gestellt hat. Wie es denn wäre, wenn dem so wäre? Und hier könnt ihr das nachlesen. Ne? Und Mangas gehen immer. Finde ich super. Habe ich auch immer Spaß, die einfach mal kurz einmal durchzulesen. Obwohl ich immer noch damit hadere, von rechts nach links zu lesen. Das heißt, selbst wenn ich es hinkriege, problemlos die Seiten von rechts nach links aufzuschlagen, fällt es mir schwer, in der rechten Sprechblase anzufangen und mich dann links rüber zu lesen, weil ich bin es über 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, ja, über 40 Jahre gewohnt, andersrum zu lesen. Das heißt, ich lese halt immer erst die linke Blase und dann habe ich manchmal Verständnisprobleme. Man gewöhnt sich dran, aber es braucht immer so zwei, drei Seiten, bis ich da wieder drin bin, gedanklich. So. Vor allem, weil es gibt auch Mangas, die sind andersrum gedruckt. Ja, wo das dann alles wieder seine Richtigkeit hat. Zum Beispiel die zu World of Warcraft, die waren andersrum gedruckt. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich sagen, World of Warcraft ist kein Manga. Ja, meine Güte. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben das hier, das hole ich jetzt mal als nächstes raus. Und das andere, das bewahren wir mal als letztes auf. Dann hole ich das nochmal raus. Das eine bewahre ich als letztes auf, keine Sorge. Ja, ich sag doch. So, dann haben wir hier noch Konfetti. Hohoho, King's Loot, 5 Jahre, juhu. Dann haben wir noch eine Leseprobe. Und zwar ist das Ride on King, der ewige Reiter. Hey, 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 ich bin der ewige Reiter. Hey, 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 ich bin ein Kind dieser Stadt. Doch dann hob ich ab. Das sieht interessant aus. Ja, ist eine Leseprobe, brauche ich nicht viel zu erzählen. Leseprobe, so passt. Dann haben wir wieder diesen 5 Jahre King's Loot Uniklub Sticker. Na, und wir haben mit viel Konfetti das T-Shirt-Motiv nochmal als Sticker. Und auch hier muss ich sagen, fantastisch. Also das gefällt mir richtig gut. Vor allem hat das nur 2 Farben. Na, 3. 3 Farben hat es. 4 sogar, wenn man ganz. Ja, das hat sogar tatsächlich 4 Farben. Sogar 4 Farben. Finde ich aber cool. Also Akira gefällt mir. Ich finde den Sticker schön. Ist eine feine Sache. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight der Box. Liebes King's Loot Team. Das Ding sieht schrecklich aus. Ein wunderschöner, ja, darf man da Teddybär zu sagen? Ich meine, ein Bär wird es wohl sein. Es ist ein Eisbär.
Ich pack den aus, sorry, dann muss ich mal rausholen aus der Tüte. Ihr müsst den sehen. Den kann man nicht in der Tüte lassen, den muss ich mal rausholen. Also, das... Also, es ist zu One Piece, das ist schon mal gut. Ne? Und das ist ein Plüsch, das ist auch schon mal gut. Er ist relativ weich. Ja. Oh, das gefällt mir. Weich ist er. Obenrum ziemlich plüschig. Er hat hier so schöne Symbole vorne drauf. Er trägt hier so einen Anzug, als wäre er gerade aus dem Knast ausgebrochen. Und er hat komische kleine Beinchen, die irgendwie nicht so recht zum Körper passen wollen. Und einen Gesichtsausdruck. Hallo? Ja, nicht wahr? Der hat euch zum Fressen gern, so guckt er doch. Das freut sich jedes Kind, wenn man ihm das mit ins Kinderbettchen legt, würde ich doch behaupten. Ja. Ah, okay, nee, sorry, das geht einfach gar nicht. Er sieht schon so aus wie aus der Zeichentrickserie und irgendwie doch nicht. Also diese Beine, dieser Gesichtsausdruck. Also, eigentlich ist der schon ziemlich cool. Das ist schon was Cooles. Also, wer One Piece Fan ist, wird ihn auch mögen. Und er ist weich, er ist plüschig. Wer eine Plüschecke hat, der kann ihn sich hinstellen. Na, und das geht schon klar. Auf der Rückseite hat er noch hier das Symbol. Und das finde ich auch schön. Das gefällt mir ganz gut. Stelle ich mir den so hin, dann sehe ich den Gesichtsausdruck nicht. King's Loot. Und wir haben noch zu guter Letzt einen Artikel, der hier auch noch extra eingepackt ist in eine Plastiktüte, damit er nicht kaputt geht. Vielleicht. Oder damit er nicht zerkratzt. Das weiß ich nicht. Ein Becher. Ja, es ist ein Becher. Wow, ein Becher. Wir lieben Becher. Ihr wisst Becher, Silent Mike und Becher. Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, das ist der allererste Becher in einer Anime-Box. Das haben wir nicht oft und dementsprechend ist das natürlich eine feine Sache. Na? Ein Becher. Capsule Corp. Das Capsule Corp. Und auf der Rückseite haben wir Trunks. Und das habe ich tatsächlich erkannt, ohne es nachzulesen. Es steht hier zwar drauf auf der Tasse, aber... Na, und es ist halt ein ganz normaler Becher zu Dragon Ball. Gefällt mir. Finde ich cool. Also, es ist ein schwarzer Becher mit einem blauen Inlay. Das finde ich auch ziemlich cool. Habe ich tatsächlich sowas noch nicht in dieser Form. Und der ist hoffentlich Geschirrspül geeignet und Mikrowellen geeignet. Der ist geeignet. Der ist für alles. Könnt ihr für alles benutzen, Kinder. Das ist doch mal ein Fortschritt, oder? Na, sonst kennen wir diese Tassen immer nur so, dass die, sobald ihr die einmal schief anguckt, dass da alles runterblättert. Den könnt ihr sogar benutzen. Geil. Das finde ich schon wieder schön. Na, also, ich mache jetzt einfach mal meinen Frieden mit den Bechern. Ich weiß genau... Das wird nicht der letzte gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box findet. Ich finde ja, obwohl ich eigentlich wenig Ahnung von Anime habe, ist das wieder mal eine Box, wo ich gut drauf klarkomme. Das gefällt mir. Und ihr könnt mir wie gesagt schreiben, wie ihr die Box findet. Dann lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da, drückt mal auf die Benachrichtigungsglocke, schaltet gerne wieder ein und holt euch so eine Kingsloot Anime Box. Kommt nur alle 2 Monate raus. Ne? Das ist dann für euer Taschengeld besser, wenn es dann nicht monatlich kommt. Und ihr habt länger Zeit, euch auf die nächste Box zu freuen. Ja, das war's von mir. Macht es gut. Tschüss.